Es geht auch direkt weiter mit den ganzen Neuigkeiten, und zwar wurde der Shop ja aktualisiert und jetzt wurde er wieder aktualisiert. Es ist was Neues drin. Ich muss mal kurz hier auf Abbrechen drücken, bevor ich noch in die Runde reinkomme. Falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Danke für euren Support. Und zwar ist ein sehr beliebtes Paket zurückgekehrt. Das, wartet. Und zwar das Polar-Legenden-Paket mit dem Minty Elf, der einen kompletten neuen Stil erhalten hat. Das Ganze schauen wir uns an. Kostet 20 Euro. Ihr bekommt 4 Skins und noch einiges mehr. Also wir haben hier die Dame. An der hat sich nicht wirklich viel getan. Sieht immer noch gleich aus. Sieht aber nicht schlecht aus, muss ich sagen. Fischskin, sehr beliebter Skin. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das Paket lohnt sich eigentlich schon. Dann habt ihr hier dieses Monster vom Event Verzehrer. Mit einem Zweitstil und mit einem integrierten Emote. Das schauen wir uns aber gleich an. Dann haben wir hier noch ein Backbling. Wie hieß es? Wie hieß dieser Ort? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin da so gerne gelandet. Es war auf jeden Fall eine chillige Season, muss ich sagen. Dann gibt es hier den Minty Elf. Und hier ist das Besondere, dass der Kollege einen neuen Stil bekommen hat. Einmal Standard, einmal Minty, was richtig heftig ist. Und jetzt haben wir hier einen weiteren Stil erhalten. Ganz schlicht in Blau und Lila gehalten. Ich finde es cool. Finde ich cool. Ja, eindeutig. Für die, die das Ganze natürlich schon besessen haben, ihr habt den Stil schon längst bekommen. Ich glaube sogar zu der neuen Season habt ihr den schon direkt bekommen. Ansonsten gibt es hier noch einen Backbling mit 3 Stilen. 1, 2 und der dritte Stil natürlich auch passend zum neuen Stil. Dann gibt es hier noch im Paket das Emote. Das ganze Emote funktioniert aber nur mit dem Skin, könnt ihr also nicht für die anderen Skins benutzen. Vergesst nicht, irgendjemanden als Creator einzutragen. Falls ihr mich eintragen wollt, dann tragt gerne meinen Creator-Code ein. Danke für euren Support und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.